Ja, lass uns mal gucken. Hallöchen Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Sinnesräder Simulator. Heute müssen wir mal nach dem Tonnenschubser gucken, ob wir den da geborgen kriegen. Deswegen fahren wir jetzt mal los. Der Marvede Tonnenschubser da schubsen. Also das Schiff, was irgendwann mal auf der Tonne gefahren ist. Fahren wir jetzt mal eben schubsen. Boah, die Zeit hier ist ja... Ich muss mal gerade... Ist ganz schön laut. So. Nordsee. So. Mal gerade so starten. Heute gibt's echt keine Atempause. Wie sieht denn der Wasserstand mittlerweile aus, Jasper? Ups. Gut. Sollen wir mal Richtung Tonnenschubser schauen? Ja, lass uns mal gucken. Ja, wir fahren mit dem kleinen Tochterbrötchen hin, würde ich sagen. Um einige Stelle da oben. Totterboot. Da haben wir nämlich ganz entspannte ...30 Knoten gerade. Wir fahren mal, wir fahren aus der Ansicht raus, das ist schon ganz angenehm. Man kann noch schneller sein. Geil ist das denn? Es gibt einen Zeitraffermodus. Ja, moin. Ja, moin. Als ob. Auch gut zu wissen, dass man langsam, dass man so hin und her schneller pendeln kann. Auch sehr gut zu wissen. Das ist echt cool. Ich weiß nicht, wie viel Zeit zu verstellen. Ich bin schon mal 65 cm wassertief gegangen. Und haben so eine Wassertiefe von 5 Meter, 6 Meter rum. Das ist ziemlich entspannt. Jetzt mal ganz entspannt. Zeit in die Richtung. Haben es ja gleich geschafft.
Da ist er ja schon. Gibt's kein... Müssen wir gerade mal heimfahren. Das hubbelt ganz schön stark. Viermal schneller als geht nicht. Viermal schneller geht nicht, schade. Was ist schon mal schneller? Guck mal, wie schnell wir jetzt sind. Schon eine geile Geschichte auf jeden Fall. So kann man noch mal was schaffen. Guck mal, jetzt haben wir das Verfahren, das kann man ganz schnell schaffen. Wir können hier doch Umleuchte anmachen, aber das geht glaube ich nicht. Wäre cool, wenn man hier so die Blaulicht anmachen könnte. Ich glaube, es geht halt eben nicht. Leider. Ich glaube, es gibt auch demnächst mal richtig Wellengang hier auf dem Meer. Also wirklich Wellengang, mal so einen Meter Welle hoch. So, puff. Wusch. So hin und her schlägt, das wäre cool. Ich bin aufgelaufen hier hinten. Hinten ist Land. Hupen für Rückwärtsfahrt. Das war Hupen für Rückwärtsfahrt und jetzt sind wir rückwärts raus. Und Hup dreimal für Rückwärtsfahrt und ein paar für Vorwärtsfahrt auf jeden Fall. Jetzt einmal für Achtung hupen. Marvel legt ab. Fährst mal mit vierfacher Geschwindigkeit dahin. Ich probiere es, um im Fahrwasser zu bleiben. Wenn wir schneller fahren, versuchen wir vor Wasser zu fahren. Das wird schwer sein, aber es wäre möglich. Eigentlich zumindest. Jetzt sind wir ganz schnell unterwegs. Das war das Gefahr auch, was kommt noch voran.
Guck mal, so langsam sind wir sonst so. So. Schleppen wir die einmal ab, die Mutterjacht. Sagen wir ihm noch hinten wieder einen Haken. Und einschlagen. Ja, passt doch. Jetzt rum. Und jetzt hier. Und geh auf die Dreckstür. Dann die andere Seite. Treiben dezent ab. Hafen schleppen. Let's go, würde ich sagen. Ui. Jetzt haben wir die Wassertiefe hier hinten. Der Tempo. Juhu, wir geben Gas, wir geben Gas. Immer auf dem Zweifachen, das reicht, denke ich mal. Vielleicht richtig von West, Nordwest kommt die Strömung und der Wind. Ich ziehe mich mal leicht Richtung Osten ab. Ist leicht um 3 Grad gegen 3 Grad steuere ich geben, ich versuche es mal schief. Okay, bei 5 Grad fahre ich schief. Also 3 Grad fahre ich gerade. 3 Grad gegen Ruder geben. Ah, wieder kommt gleich im Hafen an. MRCC Bremen, hier spricht Hermann Marwede. Wir versuchen den Tonnenschubser bis nach Helgoland zu schleppen. Okay, hoffentlich gelingt's. MRCC Bremen, die Marwede schubst jetzt den Schubser in den Hafen. Toll durchgeplanter Einsatz. Ich sage Helgoland Bescheid. Könnt ihr das havarierte Schiff dort unter den Hafenkran bringen? Ja, ja. Ich denke, das kriegen wir hin. Und Pete? Ja? Gut gemacht. Kannst mich ja mal auf den Tee einladen, wenn ich mal in Bremen bin. Das mache ich. Will ich nicht. Lass mal sein, den Tee. Ich will keinen Tee. Ja, genau, so ist gut. Wo in den Hafenkran? Das kleine Ding meint die, ist okay.
Aha. Yay. Eine Stunde 39 für den Einsatz gebraucht. Ach, das ist von Tag heute. Heutiger Tag. So, Leute, ich würde sagen, mit diesem Tagesergebnis haben wir Leute gerettet und alles Mögliche. Wir haben keinen Toten, wir haben keine gesunkenen Haare verrissen, wir haben keine geborgenen Todopfer. Geborgene Tote, wir haben keine verursachten Opfer. Super. Läuft. Ich würde sagen, das war's für heute. Macht's gut, bis dann und ciao, Leute.